Bei Schröder und Bauer in Neulingen entstehen Hochleistungsfolgeverbundwerkzeuge, beispielsweise zur Fertigung von Kontakten. Die Werkzeugbauer hier garantieren Stückzahlen von bis zu 2 Milliarden Kontakten. Dass in solchen Werkzeugen hochwertigste Komponenten verbaut werden, versteht sich von selbst. Die Materialien sind zum Teil pulvermetallurgische Stähle, zum Teil Hartmetall mit Härten bis deutlich über 70 HRC. Höchste Präzision bei solchen Materialien zu erzielen, ist eine Herausforderung. Welche Rolle bei den Präzisionsanforderungen der Werkzeugbauer eine Maschine von Jasta spielt? Nun, schauen wir es uns an. Im Jahr 1964 gegründet, gehört Schröder und Bauer heute zu den führenden Anbietern für Hochleistungsfolgeverbundwerkzeuge und Automatisierung in der Stanztechnik, speziell für Produkte, die in der Elektronikindustrie verwendet werden. Aufgrund der großen benötigten Stückzahlen über so manches Werkzeug gehen im Lauf des Werkzeuglebens bis zu 2 Milliarden Teile, werden die Komponenten des Werkzeugs aus teilweise hochfesten Materialien gefertigt. Die Toleranzen, die dabei prozesssicher erreicht werden müssen, liegen bei plus minus 2 Mikrometern. Grüße Gott, Herr Nowitzki. Sie sind Abteilungsleiter Fräsen, HSC-Fräsen genauer gesagt, und Senkerodieren bei Schröder und Bauer. Meine Frage an Sie, was sind denn die besonderen Herausforderungen bei den Werkstücken, die Sie auf der Maschine haben? Die besonderen Herausforderungen sind zum einen die hohe Oberflächengüte, die erforderlich ist, und die hohe Maßgenauigkeit, die auch gefordert ist. Also da fräsen wir auch im Mühbereich und die Oberflächengüten sind auch im Bereich von RA 0,03. In welchen Materialien? In jeder Stahlsorte, also auch bis zu 70 HRC, aber auch Hartmetall wird auch gefräst bei uns, ja. Sie arbeiten ja mit einer Jasta-Maschine, warum das denn? Die Jasta haben wir einfach aus dem Grund genommen, da sie die Anforderungen einfach erfüllt. Also die ist eine der wenigen Maschinen, die so präzise fräst, wie wir es benötigen. Die Fräse werden automatisch vermessen, die Längenausdehnung wird kompensiert. Und ja, durch diese Maschine kriegen wir einfach die Teile und die Ergebnisse, die wir benötigen. Das Jasta Micro Center 430 baut sehr kompakt. Mit seiner aktuellen Fanuc-Steuerung lässt es sich schnell und einfach bedienen und gerade für die hochgenaue Bearbeitung besonders wichtig. Es bietet die Möglichkeit, die Werkzeuge auf der Maschine direkt zu vermessen. Am Kamerabild lassen sich die Ergebnisse genau beurteilen. Die Werkzeugbauer benötigen beim Fräsen Toleranzen bis hinunter zu plus minus 2 Mikrometer. Die Maschine selbst verspricht auch Toleranzanforderungen von bis zu maximal plus minus 1 Mikrometer genügen zu können. Wenn ein Werkzeugbauer High-End-Werkzeuge für so hohe Stückzahlen baut, dann muss er sich auch entsprechend Gedanken machen, wie die Ersatzteilversorgung funktionieren kann. Da ist es gut, wenn die einzelnen Werkzeugkomponenten so von der Maschine kommen, dass sie ohne händische Nacharbeit gleich im Werkzeug verbaut werden können und dass damit ein gutes Stück Abstimmarbeit entfallen kann. Die Jasta-Maschine bringt den Werkzeugbauern hier die entsprechende Genauigkeit und vor allem auch die Reproduzierbarkeit der Teile. Sie ist so ein wichtiges Puzzlestück im Gesamtkonzept der Werkzeugbauer geworden.